Hallo alle zusammen. Hier erfahren Sie, wie Sie Proxmox via Hypervisor-Daten wiederherstellen können. Wie man Proxmox via installiert, eine virtuelle Maschine erstellt und konfiguriert. Wie man Snapshots der virtuellen Maschine erstellt und das System wiederherstellt. Proxmox VI ist ein Open-Source-Hypervisor für die Unternehmensvirtualisierung. Dieses Virtualisierungssystem basiert auf Debian GNU Linux-Distribution. Ein modifizierter Ubuntu-Kernel wird verwendet, um virtuelle Maschinen auf dem Server auszuführen. Die Bereitstellung und Verwaltung virtueller Maschinen ist über die Befehlszeile und die Webkonsole möglich, was einen einfachen und schnellen Zugriff ermöglicht. Zunächst wollen wir uns ansehen, wie Proxmox VI auf unserem Server installiert wird. Um die Installation zu starten, müssen Sie das Proxmox ISO Image herunterladen und ein bootfähiges Flash-Laufwerk erstellen. Um das Bild herunterzuladen, gehen Sie zur offiziellen Proxmox Download-Seite. Wählen Sie hier Proxmox Virtual Environment ISO Image und laden Sie die neueste Version des Hypervisors herunter, klicken Sie auf Download. Führen Sie nach dem Herunterladen ein Programm aus, mit dem Sie einen bootfähigen USB-Stick erstellen können, zum Beispiel Rufus oder Edger. Sobald unser USB-Stick fertig ist, schließen Sie ihn an den Server an und booten Sie ihn, indem Sie das entsprechende Bootgerät angeben. Nach dem Booten sehen Sie das Menü von Proxmox VI. Für das Standard-Setup wählen Sie den Punkt Installation Proxmox VI. Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung, wählen Sie das Laufwerk, auf dem das System installiert werden soll. Für weitere Konfigurationen öffnen Sie Einstellungen. Hier können Sie das Dateisystem, die Festplattengröße und so weiter ändern. Stellen Sie dann Standort, Zeitzone und Tastaturlaut ein. Legen Sie dann das Administrator-Passwort fest und geben Sie es zur Bestätigung erneut ein. Geben Sie eine E-Mail für Systemanrichtungen an. Um den letzten Schritt der Installation müssen Sie die Netzwerkkonfiguration konfigurieren. Wählen Sie die Verwaltungsschnittstelle, den Hostnamen, den Server, die verfügbare IP-Adresse, das Standard-GTW und den DNS-Server. Das Installationsprogramm zeigt alle ausgewählten Einstellungen an. Nachdem Sie bestätigt haben, dass alles in Ordnung ist, klicken Sie auf Installieren. Wenn die Installation abgeschlossen ist, entfernen Sie den USB-Stick und starten Sie das System neu. Daraufhin wird das Proxmox Group-Menü angezeigt. Wählen Sie die virtuelle Umgebung Proxmox GNU Linux aus der Liste aus und drücken Sie Enter. Der Willkommensabschnitt von Proxmox VI wird angezeigt. Sie enthält die IP-Adresse des Servers, mit dem Sie sich über die Webschnittstelle verbinden können, um ihn von Clientrechner aus zu steuern. Geben Sie die IP-Adresse in einen beliebigen verfügbaren Browser ein. Beim Übergang sehen Sie eine Warnung, dass die Seite nicht sicher ist, da Proxmox VI selbst signierte SSL-Zertifikate verwendet. Klicken Sie auf Erweitert. Geht zu. Im nächsten Schritt müssen Sie den Benutzernamen und das Passwort des Administrators eingeben, um auf die Verwaltungsoberfläche zuzugreifen. Da wir nun Zugriff auf die Serververwaltungsoberfläche haben, können wir eine virtuelle Maschine erstellen. Um das Betriebssystem der virtuellen Maschine zu installieren, benötigen wir das entsprechende ISO-Image. Als nächstes müssen Sie die Datei auf dem Proxmox-Server hochladen, gehen Sie zu Host. Lokalhost, hier gehen wir zur Registerkarte ISO Image, klicken Sie Upload, Select File, geben Sie den Pfad zum ISO Image an, Upload. Nach dem Hochladen können Sie mit der Erstellung einer virtuellen Maschine fortfahren. Wählen Sie den Typ des Betriebssystems und die Version aus. Klicken Sie auf die Zeile ISO Image und wählen Sie die ISO-Datei aus der Liste aus. Ich belasse die System- und Festplatteneinstellungen auf Ihren Standardwerten. Fügen Sie CPU-Kerne und virtuelle Speicher hinzu.
Die Netzwerkeinstellungen sind in diesem Stadium ebenfalls vorangestellt. Gehen Sie auf die Registerkarte bestätigen, überprüfen Sie die Parameter und klicken Sie auf Fertigstellen. Der Rechner erscheint in dieser Liste, markieren Sie ihn. Öffnen Sie die Konsole und starten Sie Start Now. Der Rechner wird gestartet und die Installation des Betriebssystems beginnt. Die Installation unterscheidet sich nicht von einer normalen Installation. Mit Promox Snapshots können Sie den Zustand einer virtuellen Maschine speichern. Der Snapshot enthält den Inhalt des Arbeitsspeichers der virtuellen Maschine, ihre Einstellungen und den Zustand aller virtuellen Festplatten. Durch das Zurücksetzen auf den Snapshot werden der Arbeitsspeicher, die virtuellen Festplatten und alle Einstellungen der virtuellen Maschine in den Zustand versetzt, in dem sie sich zum Zeitpunkt der Erstellung des Snapshots befanden. Snapshots sind eine hervorragende Möglichkeit, den Zustand einer virtuellen Maschine zu erhalten. Sie ist viel schneller als eine Vollsicherung, da nicht alle Daten kopiert werden. Ein Snapshot ist keine wirkliche Sicherung und sichert nicht auf granularer Ebene, kann aber dennoch zwischen vollständigen Sicherungen verwendet werden. Um einen Snapshot zu erstellen, klicken Sie auf der Registerkarte der virtuellen Maschine auf Snapshots des Snapshot. Gehen Sie in dem sich öffnenden Fenster einen Namen ein und klicken Sie auf Take Snapshots. Wenn Sie fertig sind, sehen Sie Desk Org und der soeben erstellte Snapshot erscheint aus der Registerkarte Snapshots. Wenn während des Snapshots oder Backups ein Fehler auftritt und die virtuelle Maschine während eines Vorgangs gesperrt ist, schreibt das System einen Fehler VM als Locked Snapshot. Um den Rechner auf dem Server zu entsperren, führen Sie den folgenden Befehl aus. Am Ende des Befehls wird die ID der virtuellen Maschine angegeben. Sie können dann die virtuelle Maschine, den Snapshot und so weiter sicher ausführen oder löschen. Um ein Rollback zu einem Snapshot durchzuführen, markieren Sie die gewünschte virtuelle Maschine und wechseln Sie zur Registerkarte Snapshots. Klicken Sie hier auf Rollback und bestätigen Sie die Meldung, dass der aktuelle Zustand der virtuellen Maschine verloren geht, mit Ja. Der Rechner wird dann in den Zustand zurückversetzt, in dem er sich zum Zeitpunkt der Erstellung des Snapshots befand. Zusätzlich zu den Snapshots verfügt Promox über ein ziemlich gutes internes Toolkit zur Erstellung von Backups virtueller Maschinen. Es macht es einfach, alle Daten der virtuellen Maschine zu sichern, unterstützt drei Kompressionsmechanismen und ebenso viele Methoden zur Erstellung dieser Backups. RSO schnelle Methode, GZIP maximale Komprimierung und SSD verlustfreie Datenkompression und die Archivierungsmodi. Snapshot, eine Kopie ohne anhaltende virtuelle Maschine. Suspend, setzt die virtuelle Maschine vorübergehend aus, bis das Backup geschlossen ist. Und Stop, setzt die virtuelle Maschine vollständig außer Kraft, bis das Backup abgeschlossen ist, die zuverlässige Methode. Um ein Backup zu erstellen, markieren Sie die gewünschte virtuelle Maschine und wählen Sie Backup und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Backup Now. Daraufhin öffnet sich ein Fenster, in dem Sie Optionen für die zukünftige Sicherung auswählen können. Wenn Sie die Optionen ausgewählt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Backup und warten Sie, bis das Backup erstellt wird. Wenn Sie fertig sind, sehen Sie Desk Org. Im Falle einer versehentlichen Löschung können Sie sie aus der Sicherungskopie wiederherstellen. Dazu markieren Sie die gewünschte Sicherung, die Sie anhand des Datums leicht erkennen können, und klicken auf Restore. Zeigen auf Storage. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Restore. Wenn Sie gewarnt werden, dass die Daten der aktuellen virtuellen Maschine unwiderruflich gelöscht werden, wählen Sie Ja, um zu bestätigen. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, wird unter Desk Org angezeigt. Falls Sie keine Sicherungskopie haben, die Maschine nicht aus einer Sicherungskopie wiederhergestellt werden konnte, die virtuelle Maschine nicht bootet oder beim Booten einen Fehler erzeugt, der nicht behoben werden kann, oder ein Serverausfall aufgetreten ist, verwenden Sie die Datenwiederherstellungssoftware Hetman Partition Recovery, um Daten von virtuellen Festplatten auf verschiedene Hypervisors, einschließlich Proxmox 2, wiederherzustellen. Standardmäßig verwendet Proxmox bei LVM Speicher für virtuelle Maschinen aus lokalen Speicher. Diese Speicheroption hat viele Vorteile gegenüber
WHD-Dateien, aber der Wiederherstellungsprozess kann dadurch einige Schwierigkeiten verursachen. Die Software unterstützt alle gängigen Dateisystemformate und die Datenwiederherstellung von den meisten gängigen Hypervisoren. Die Software hilft Ihnen bei der Wiederherstellung von Daten im Falle von Löschungen, Formatierungen, Software- und Hardwarefehlern. Entfernen Sie die Festplatten vom Server und schließen Sie sie an Ihrem Windows-Computer an. Wenn Hetman Partition Recovery mit dem physischen Laufwerk verbunden ist, dass die Dateien der virtuellen Maschine enthält, werden alle Festplatten, Snapshots, Dateien und Backups der virtuellen Maschine angezeigt. Sie können bestimmen, zu welcher Maschine eine bestimmte Festplatte gehört, indem Sie die ID virtuelle Maschine verwenden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk und dann auf Öffnen. Wählen Sie die Art der Analyse aus, schneller Scan wird Ihr Laufwerk schnell scannen und die Ergebnisse anzeigen. Wenn die benötigten Dateien nicht gefunden werden, führen Sie vollständige Analyse aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Datenträger Reihenlose. Wählen Sie den Dateisystemtyp weiter. In besonders schwierigen Fällen kann Ihnen die Funktion zum Suchen von Dateien anhand von Signaturen helfen. Um sie zu starten, müssen Sie das Kontrollkärtchen neben der Tiefanalyse aktivieren. In meinem Fall reicht ein schneller Scan. Suchen Sie den Ordner, in dem die wiederherzustellenden Informationen gespeichert waren. Wählen Sie die wiederherzustellenden Dateien aus und klicken Sie auf Wiederherstellen. Geben Sie den Pfad an, in dem Sie die Dateien speichern möchten und klicken Sie auf Wiederherstellen. Alle Dateien werden unter dem angegebenen Pfad angelegt. Wie Sie sehen können, hat das Programm die Dateien, die sich auf dem virtuellen Laufwerk befanden, problemlos gefunden. Zu Ihrer Bequemlichkeit gibt es eine Kreliste-Suchfunktion für Dateinamen. Der Inhalt der Datei kann in der Vorschau angezeigt werden. Bislang haben wir uns die üblichen Sicherungs- und Wiederherstellungsmethoden für virtuelle Maschinen angesehen. Sie ermöglichen es Ihnen, alle Daten einfach zu speichern und im Notfall wiederherzustellen. Bei der Durchführung von Sicherungs- und Wiederherstellungsvorgängen sollten Sie sich stets bewusst sein, dass diese das Platten-Subsystem stark belasten. Es wird daher empfohlen, diese Vorgänge zu Zeiten minimaler Auslastung durchzuführen, um Verkürzungen bei den EA-Operationen innerhalb der Maschinen zu vermeiden und die Festplatten weniger zu belasten, wodurch das Risiko eines Maschinenauffalls verringert wird. Das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal abonnieren. Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Während Sie sich das Video auf diesem Kanal ansehen, sterben ukrainische Zivilisten durch Bombenangriffe der Russischen Föderation. Das wahnsinnige Putin-Regime hat einen friedlichen Staat im Herzen Europas angegriffen. Unterstützen Sie die ukrainische Armee. Spenden Sie die Kosten für den Fond Komm lebendig zurück. Folgen Sie dem QR-Code oder dem Link in der Beschreibung des Videos und überweisen Sie einen beliebigen Geldbetrag, der den ukrainischen Widerstand definitiv stärkt und hilft, der kriminellen russischen Aggression zu widerstehen.